Hallo Internet! Hier ist wieder Beckenzack für euch mit dem Finale von Final Fantasy VII Rebirth. Sogar fast jeden Tag teilweise gestreamt, um dieses Spiel mit euch gemeinsam durchzuballern. Ja, auf Twitch und auf YouTube, beides simultan. Also, obwohl ich gesagt habe, ich werde das doch nie im Leben alles im Stream spielen. Aber ihr wisst, ich bin halt bescheuert. Deswegen habe ich es doch gemacht. Mir haben viele Leute geschrieben, dass sie wirklich gerne das gesamte Spiel sehen würden, weil sie zum Beispiel noch einfach noch keine PS5 haben und sowas. Soll ich sagen, ich bin People Pleaser und deswegen habe ich das dann trotzdem jetzt gemacht. Und jetzt wird es Zeit für Nomura. Ja? Wie gesagt, ich bin weitestgehend spoilerfrei geblieben. Ich glaube aber trotzdem, ich bin nicht bereit für den Scheiß. Aber es gibt ja eine Reunion heute wahrscheinlich, weil er redet ja die ganze Zeit davon. Und deswegen gibt es auch bei mir im Shop übrigens, just saying, dieses neue Design, ja? Dieses Design namens Reunion im Metal. Im Metal-Design. Metal, Leute! Ja? Dieses neue Design gibt's jetzt bei mir im Shop. Ich bin weitestgehend spoilerfrei tatsächlich durchgekommen. Hin und wieder war es kritisch und manche Dinge wurden mir auch gespoilert. Alles in allem waren es aber, glaube ich, keine wirklich großen Dinge. Also ich weiß nicht, was jetzt hier passiert. Ja, weiß ich wirklich nicht. Ich habe starke Vermutungen. In der ersten Hälfte des Spiels habe ich noch gedacht, oh je, ich habe Angst um Tifas Leben. Was ist, wenn vielleicht Tifa stirbt anstelle von Aerith? Sie machen sowieso alles anders. Sie ist ja bei den Fans, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Also ich glaube, Tifa ist definitiv populärer als Aerith. Das auf jeden Fall. Deutlich populärer ist Tifa als Aerith bei den Fans. Das glaube ich nicht mehr, weil jetzt so kurz vorm Ende und jetzt ist der Fokus halt sehr stark wieder auf Aerith. Es würde sich sehr seltsam anfühlen, wenn sie jetzt nochmal auf einmal Tifa über den Jordan gehen lassen. Deswegen glaube ich wirklich, es wird in Anführungszeichen, es wird so sein wie im Original. Aerith wird sterben. Ich wusste ja vorher nicht, dass irgendwie in dem Paralleluniversum da noch eine andere Aerith umläuft. Ich sage euch, ich call jetzt Folgendes. Aerith gibt hier den Löffel ab. In dem Moment, wo sie hier drauf geht, in der anderen Timeline die andere Aerith aufwachen. Weil das war der B-Plot. Zack, versucht die andere Aerith zu erwecken. Und jetzt haben wir vor kurzem nochmal eben gerade Zack gesehen. Also, Entschuldigung, Zack. Ja, ich glaube, das wird passieren. Come with me, Nomura! Genau hier haben wir aufgehört. Es war ja der Cloud, der die ganze Zeit im Rollstuhl saß, in der, in Anführungszeichen, anderen Timeline. Ist er jetzt in diesen Cloud gefahren und er ist jetzt aufgewacht? Im Endeffekt ist das schon passiert, dass die Aerith aus der anderen Timeline quasi aufgewacht ist, wenn ich es richtig sehe, weil dann wäre ja diese Aerith, die auf dem Bett aufgestanden ist, die Aerith, die gerade gesagt hat, komm mit, Cloud. Und dieser Cloud, der hier vorher im Rollstuhl saß, ist der Cloud, den ich jetzt steuere. Auch wenn das Bewusstsein von der jeweils anderen Aerith und dem anderen Cloud da jetzt drin ist. Aber es gibt doch irgendwie andere Implikationen, die ich wild fände. Das ist mir auch schon aufgefallen. Das habe ich aber beim letzten Mal extra noch nicht gesagt. Aber hier ist tatsächlich schon wieder ein anderer verfickter Hund. Da ist schon wieder ein anderer verfickter Hund. Das ist jetzt so ein, ich weiß gar nicht, was das ist. So ein wuscheliger Hund irgendwie. So ein Spitz oder sowas. Keine Ahnung. Ja, wir hatten den Beagle, wir hatten den Terrier und jetzt haben wir scheinbar hier, ja, was auch immer das da ist. Ich weiß, das sah in der letzten Szene beim letzten Mal so aus für mich. Als hätte sich der Stamp aus der Zack-Timeline, als hätte er angefangen, mehr so auszusehen wie der Stamp aus der Remake-Timeline. Und jetzt sehe ich hier schon wieder andere Hunde. Das ist wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr wild. Und ich glaube, wir stolpern jetzt hier in ein riesiges Multiversum rein. Das wird hier Avengers Endgame. Auf seine eigene Art und Weise sehr Nomura-crazy. Batshit Nomura-crazy. Weiß auch noch nicht, ob ich das so gut finde oder nicht. Aber man muss mal sehen, wie sie es wirklich umsetzen. One thing. You have to promise not to look up. Because I'm pretty sure you won't like what you see. You know I'm gonna have to look now. Right? Right. There I go. Putting my foot in my mouth. When will I ever learn? Jesus, she plays him like a damn fiddle. Sagt der Riss einfach, dass die Welten miteinander verschmelzen, dass sie aufgerissen werden. Und Konvergenz. Dr. Strange Shit und so. Please. She's totally going to die. Haben sie gerade noch mal ein letztes Date? Meine Fresse. Mein Gott, sie haben gerade noch mal ein letztes Date. Oh Gott. Oh Gott. Die Stamp-Figur. Es soll tatsächlich Stamp sein. Das ist kein Zweifel. Das ist der Militär. Die zeigen dir absichtlich den Hund, um zu sagen, übrigens, hast du es gemerkt? Das andere Hund ist der Stamp. Ich hatte das ja absichtlich nicht in dem Video angesprochen, wo ich das natürlich wusste, dass es die Idee gab. Aber es gab nur vom Ende, von Remake her, gab es nicht genug Anzeichen, dass es wirklich ein Paralleluniversum ist.
Habe ich ja schon mehrfach jetzt in den Streams gesagt. Ich sag's aber nochmal, weil es mir auf den Sack geht, weil Leute mir das immer wieder in die Kommentare schreiben. Nur von Remake ausgehend hätte es auch der Butterfly-Effekt sein können. Dass sich dadurch, dass Sephiroth mit den Mäuren und so weiter Dinge ändert, sich Stück für Stück andere Dinge ändern. Du siehst ja auch, dass Zack am Leben ist. Also, wenn er am Leben ist, warum dann nicht auch die verdammte Chipstüte? Also warum kann sie nicht, dass sie lebt, sondern warum kann sie nicht anders sein? Es gab einfach zu wenig Hinweise, aber im Verlauf des Spiels ist es jetzt klar, dass es doch multiple Universen oder Zeitstränge sein müssen. Und wenn sie dir das jetzt auch nochmal so zeigen, das ist schon wild, ja. Das ist schon sehr on the nose. That way. Come on. Oh Gott. Noch hier, guck dich mal an, wie er mit ihr umgeht und wie er mit Tifa umgeht. Leute, seid nicht so blind, ey. Und nochmal der Stamp. Oh, but only one per person. Damit auch die letzte Person es endlich mal merkt. Then we better... Figured I'd pull out all the stops for my last hurrah. Guess I pulled out one too many. Oh mein Gott, das ist glaube ich wirklich so, wie ich denke. Needs a little sugar, maybe. Oh Gott. Yeah. And take out whatever's making my tongue tingle. What? Pretty sure I only asked to meet with Professor Hojo. What the? Not a whole platoon. Whatever. The world's about to end anyway. Got nothing to lose and everything to gain. Oh mein Gott, die Szene! Aber diesmal hat er ein Motorrad! Es war quasi wieder angedeutet, dieselbe Szene wie in Crisis Core, ne? Ist sie jetzt wieder schon die zukünftige Eris? Ist sie jetzt die Eris nach Advent Children? Ist es vielleicht, sind sie gerade schon im Jenseits? Sind alle Leute, die sie da gerade sehen, sind die alle schon tot? Sind die jetzt gerade im Lebensstrom und... Da ist schon wieder ein anderer Hund! Leck mich am Arsch, Nomura, Alter! Es sind schon wieder andere... Es ist schon wieder ein anderer Hund. Jesus! Flipchart nehmen und irgendwie aufmalen. Welche Szene, welche Teil... Boah, Nomura, Alter. Der Zack, der Zack, ist ja nicht der ja gerade das Shinra, den Shinra-Tower stürmt. Das sind zwei unterschiedliche. Die Musik ist gerade auch sehr Crisis Core-esque. Oh mein Gott. Press of Freedom. That this path, this world was one I chose. Aber was lernen wir daraus? Wenn Zack lebt, geht die Welt unter. Das ist genau das, was ich euch gesagt habe. Im einfachen Glad-Video. Deswegen werden die sicherlich alles wieder so drehen, dass es irgendwie so sein wird, genauso wie oder zu 90-95% im Original. Hat er geskippt? Richtiger Skipper. Ist einfach rausgenoped, Alter. Bei den Szenen mit den Federn von Sephiroth. Denkt nochmal an das, denkt nochmal an die Öffnungssequenz von Remake. Guckt es euch nochmal an. So, was haben wir da jetzt? Ein Dalmatiner? 101? Nee, aber... Johnny mit... was auch immer. Jesus! Noch eine Timeline, na klar! Tetsu-chan! Sag mal, wie viele Timelines willst du haben? Und Nomura nur so. Alle. Slash Moiren, yup. As I told you. Wisst ihr, was der da gerade macht? Der sucht jetzt im Lebensstrom-Multiversum. Sucht der... Ja. Genau das. Er sucht jetzt gerade in den Timelines nach Eris. Er weiß nur, sie ist gerade in einer Timeline, die sowieso drauf geht. Es ist... Jesus. Habe ich echt einen kompletten Volltreffer gelandet, Alter? Oder denke ich jetzt zu sehr an meine eigene Idee und ignoriere die anderen Sachen irgendwie gerade? Huiuiui. Kommt er jetzt in die Timeline von Rebirth, ha? Natürlich treffen sich noch meine Küche. This is it, right? Our spot? Whatever happens, don't blame yourself. Oh Gott. Oh Gott. Thank you. Das ist Final Fantasy 10. Sorry. I'll be okay. Das ist Final Fantasy 10. Wir wissen alle, was im Final Fantasy 10 war. Und was mit Danke gemeint war. Oh, gibt sie ihm jetzt die Materia? She does. It's been fun. Oh no.
Oh no! Okay, die schwarzen Mäuren sind von Sephiroth, die weißen Mäuren sind von Aerith. In the planet's embrace, all life is as one. Okay, selbst das Raumzeitgefüge ist Teil des Lebensstroms. Should this world be unmade, auch so too shall her children. Teil des Zyklus. To the reunion of worlds. Okay. Ja, er will alle merchen. Aber warum will er sie merchen? Warum? Warum will er sie merchen? Was hat er davon? Zeitkomprimierung, wie mit Artemisia in 8 oder was? Oder können wir uns überhaupt sicher sein, dass in den einzelnen Kapiteln sowohl im Remake als auch im Rebirth, ob wir dann immer dieselbe Timeline haben? Vor allem, wo bin ich hier? Oh. Ist das der buchstäbliche Sephiroth? Der Weltenbaum? Wo ich gerade rumlaufe. Boah, Alter. Oh, das ist der Wald der Alten. Bin ich jetzt in dem Wald? Vor der Stadt? Vom alten Volk? Aber wie bin ich da hingekommen? Oh mein Gott. Ich bin in dem Wald. Oh mein Gott. Ich kann sagen, die Szene würde dann ja, fehlt dann ja jetzt noch. Oh. Sie hat literally die Infinity Stones aus einem anderen Universum mit in das Universum genommen. Ihre Holy Materie hat nicht funktioniert. Cloud oder sie mussten halt einen aus dem anderen Universum holen. Und ihr die geben. Man merkt da, ne? Handyspiel ist doch nicht relevant für den Plot. Wer braucht denn schon Handyspiele mit multiplen Multiversen? Wer braucht das? Handygames zockt doch keiner. Am Arsch! Am verfickten Arsch, Alter! I fucking told you. Oh, ich bin gerade so aufgeregt, Alter. Ich will's nicht jinxen. Ich will's wirklich nicht jinxen, aber ich hab's wahrscheinlich schon gejinxt. Aber ich bin gerade vorsichtig optimistisch, dass ich auf eine gewisse Art und Weise eine Punktlandung gelegt habe. Bei Remake. Ah! I told you! Ist es jetzt zu obvious alles? Ist es gerade deswegen anders? Weil sich gerade alles ändert? Oh Gott! Suddenly Meteor! Was? Ist der schwarze Lebensstrom wieder? Den Mäuren? Es ist dieselbe Animation wie am Ende von Remake. Das ist der Sephiroth, der durch die Welten schreitet. Good, Aerith. Pray. Die Handbewegung gerade war genauso wie bei Advent Children. Nur, dass jetzt nicht der schwarze Lebensstrom kommt, sondern er macht den Dings größer, den Spalt. Das ist dieselbe Anime. Ja, ja, natürlich! Oh ja, there it is! Sein schwarzer Lebensstrom, der mit Hass und Niedertracht und negativen Gefühlen den normalen Lebensstrom verdirbt! I fucking told you. I motherfucking told you. Und er hat hier natürlich auch wieder seinen Flügel. Er weiß natürlich, was passieren wird und dass sie da beten muss am Altar. Deswegen sagt er das. Ja, Aerith, bete ruhig. Weil gleich werde ich wieder kommen und dich abstechen. Genau deswegen sagt er das. Genau deswegen, weil er das alles weiß. Oh Gott. So hat jetzt versucht, Aerith uns davon abzuhalten, dass wir sie retten. Oh Gott. Mein Gott. Tyrannischer Magiekreis, natürlich. Das sind auch ihre Techniken. Oh Gott, ist das... Wir kämpfen gerade gegen Aerith, Alter! Oh! Das ist... That's fucking genius. That's fucking genius. Leute, wir kämpfen gerade gegen Aerith. Ich weiß nicht, ob ich... Ich weiß nicht, ob ich dafür jetzt ready bin, ob ich dafür bereit bin. Shablagu.
Ich stelle mir jetzt auch gerade die Frage, auch, also wie gesagt, ob die Aerith und der Zephyroth wirklich die nach Advent Children sind. Meiner Meinung nach müsste das immer noch so sein. Oder ob das jetzt nur einfach die waren zu diesem Zeitpunkt, jetzt in diesem Moment. Aber dann würden andere Dinge nicht so viel Sinn geben, ergeben. Es muss eigentlich schon so sein. Wie gut, dass die Setran alles gedacht haben, nämlich auch an Parkbänke und an Verkaufsautomaten. Oh, ich sehe sie. Oh Gott. Oh boy. Vor allem, sie hat vorhin gesagt, guck bitte nicht nach oben. Ja, nicht wegen dem Spalt. Ich glaube, ich merke gerade, sie hat hier gemeint, bitte guck nicht nach oben. Oh Gott. Bitte pack das Schwert wieder weg, Claude. Bitte pack das Schwert wieder weg. Bitte pack das Schwert weg. Bitte pack das Schwert weg. Oh Gott. Oh Gott. Bitte nicht. Bitte ja, aber bitte nicht. Ich drück die Knöpfe einfach nicht. Drück die Knöpfe einfach nicht. Nö. Nee, du Murat. Ich drück die Knöpfe einfach nicht. Oh. Gott sei Dank. Dein Ernst jetzt? Arti, dein Ernst jetzt? Also danke für 42 Euro. Danke für 42 Euro, dankeschön. Aber dein Ernst jetzt? Oh boy. Ja, ich glaube, besser hätten sie den Endkampf jetzt auch nicht einleiten können, als dass er genau in dem Moment gegengeht. Habe ich jetzt hier ein... Oh. Diesmal steckt sein Schwert jetzt auf einmal am Boden. Habe ich jetzt einen Doppelkampf mit Aerith zusammen gegen ihn. Das ist natürlich krass. Okay, Multiversum. In einer Timeline ist es gerade passiert, in der anderen Timeline ist es gerade nicht passiert. Aber sie können das doch nicht einfach ausblenden. Nomura, dein verfickter Ernst? Ist das jetzt deren bekacktes, wir dürfen kein so und so hohes Rating haben, Scheiß oder was? Dann wäre ich aber richtig böse. Wie können die das denn jetzt nicht zeigen? Wie können die das denn jetzt nicht zeigen? Es ist Schrödingers Aerith. Ist sie tot oder ist sie nicht tot? In dem anderen hast du gerade gesehen, dass er gegengegangen ist. Was für ein verfickter Tease von denen. Die können doch nicht einfach... Oh
All you are is an empty puppet. Jetzt müsste eigentlich Genova kommen. Im Original kam jetzt Genova. Und nicht Sephiroth. In dem Sinne. Cloud, it's okay. Jetzt probiert Nomura gerade den Fotomodus aus. Oh! Ich hab's. Deswegen verschmilzt er die Welten. Ich glaube, ich hab's. Puppet. Genova. Da, 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 da. Ich hab doch schon das Team. Okay, I know what you're doing, Nomura. I got you, Nomura. Ich habe euch schon mal erzählt, wie das war, als ich mit Vanessa das erste Mal FF7 gespielt habe. Wir waren genau an dieser Stelle und sie hat nebenher Kuchen gegessen. Und in dem Moment, wo das hier alles passiert, lässt sie einfach ein Stück Torte auf den Boden fallen. Ich war so, Frau, wie kannst du, was soll das? Also ich bin das gewöhnt, dass Leute diese Szene irgendwie zerstören. Sei es mit solchen, sei es mit Donations, die eigentlich nett sind, aber sei es mit Donations oder sei es mit Torte. Motherfucker! Vor allem, es sieht schon sehr nach dem Endkampf, also die Location gerade, sieht schon sehr nach dem Endkampf vom Original aus, ne? Mit diesem Grün und dieses Fliegen durch die Gegend und so, das sieht schon sehr danach aus eigentlich, ne? Ah, okay, nochmal. Reiß dir ein Stück raus! Ah, ist sie gerade auf dem Eisgar lang geslidet? Das hat schon sehr viel gerade. Oh, von der Advent Children Kampfszene gegen Bahamut. Vielleicht meinte Nomura auch das mit, von wegen Advent Children Fans werden sich über Rebirth sehr freuen, weil das hat schon sehr diesen Charakter gerade. 9099! Oh, ist er gerade auch. Oh, treffen sie sich jetzt? Jesus, ich war so gut und so nah dran, oder? So, I hear you've been pretty busy. Banging my girlfriend, huh? Oh wow! Oh wow! Oh, oh, oh. Zach. Oh, 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 oh. That should be a cinch. Prepare for trouble and make a double! Holy! Holy! Boah, ist das geil, Mann! Jesus! Jesus! Oh, follow my lead. Look at you taking charge. Oh Gott! Allow me. Wenn das kein Fanservice ist, dann weiß ich auch nicht. Zack, greif jetzt. Ich krieg einfach auch noch mein Tutorial für Zack. Oh, mir ist gerade ein bisschen schwindelig. Oh, Leute.
atmen, ich muss atmen. Entering Combat Mode. Kommen auch Slot Machines. Die haben auch natürlich. Natürlich haben die dann. Oh mein Gott, sie heißt Soldier Honor. Das sind seine Moves aus Crisis Core. Und jetzt Soldaten-Ehre. Protect your honor as soldier! Embrace your dreams! Ist das nice, Mann. Er ist doch schon in seiner... Ist das Bizarro, Sephiroth? Way too early, Nomura! Way too early! Das ist... What the fuck, Mann? Viel zu früh, Nomura! A surprise to be sure, but a welcome one. Zerkloppt das Ei! Da ist er doch drin, eigentlich. Übrigens, Kingdom Hearts braucht kein Final Fantasy, weil die sich auch null ähnlich sind, ne? Alles Licht sei erloschen. Beuge dich! Komm, öffne dein Herz. Submit! Billy Anz im Flashbacks, Alter. Der den Wächter des Schicksals bezwungen hat. Und so wiedergekehrt ist, durchdringt die Dimensionen und kann geteilte Welten wieder vereinen. Herrscher über die Sterne und Schöpfer der Ewigkeit. Lasst es euch mal auf der Zunge zergehen. Ein Wandler, der den Wächter des Schicksals bezwungen hat, haben wir ein Remake gesehen, und so wiedergekehrt ist. Woher ist er denn wiedergekehrt? Vielleicht jenseits von der Advent Children Timeline? Hm? Kann natürlich auch was anderes bedeuten, aber. Oh, Meteor. What in the hell is going on? Ja. What in the hell is going on, indeed. Der muss doch. Also Nomura muss doch self-aware sein. Der weiß doch ganz genau, das machen die doch mit Absicht, dass die Charaktere in dem Moment dann sowas sagen lassen. Oh. Give me that fucking fanservice, dude! Komm, herzloser Engel! Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Sag ich doch. Okay, die kämpfen ja scheinbar im Multiversum gegen einen und denselben Sephiroth. Alle geteilt quasi. Und deswegen... Wahrscheinlich haben sie deswegen die Artis auch noch nicht gezeigt. Wie er sie wirklich durchbohrt. Because she's not really gone. Das werden sie sich aufspannen für den dritten Teil. Glaube ich. Best Girl. Best Girl. Best Girl. Ja. Du hast Aerith unterschätzt. Zieht sich die Mauern rein wieder, um sich wieder stärker zu machen. Bam, 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 bam. Masamune. Ich muss Masamune angreifen, aber ich kann nicht, wenn die Mauren da... Was ist das für ein herzlosen Scheißwirbel? Das ist wie in 0.2, Alter. Vorsicht, Feuer! Ist jetzt Hades. Sephiroth ist jetzt gerade auch mit Hades verschmolzen. Vorsicht, Feuer! Ja, das war schon ziemlich nice. So viel Fanservice. Leck mich am Arsch, Alter. My people need me. Shablagu! Der geht einfach. Warum? Ja, why is he laughing? He knows this isn't over. Fällt euch auf, wo Cloud gerade ist? Denkt mal an Advent Children. Fällt euch auf, wo Cloud gerade ist? Aber sie beerdigen sie jetzt doch so wie im Original, ja?
Und er ist auch komplett in seiner eigenen Welt. Er kriegt gar nicht mit, was um ihn herum ist. Aerith. Wake up. Wait, what? Yep. Sounds good. Nomura. Okay, I get it. I get it. Aber dass sie das machen jetzt, ist das abgefuckt, Alter. Ist das abgefuckt. Nomura, dieser Mistkerl, ey. Ob ich es wirklich kapiere, keine Ahnung. Ich muss nochmal länger drüber nachdenken. Aber spontan würde ich sagen, ich weiß, was los ist, ja. Das ist schon ziemlich gemein. Und ich muss auch mal sagen, also natürlich habe ich nicht alle Details. Wie soll ich alle Details richtig haben? Aber noch ist es ja nicht vorbei. Aber bisher war ich mit Theorie Nummer 3 ziemlich spot on, oder? Da muss ich mal, ich muss mir mal gerade selbst auf die Schulter klopfen. Also, entschuldigt mal bitte. Ja? Wir gucken jetzt nochmal weiter. Ich sag noch was dazu. Glenn nochmal, ha? Huh? Ja, ich brauche kein Vorwissen. Einfach Crisis-Handyspiele, Before Crisis, braucht ihr nicht, nee, natürlich nicht. Okay, das hatte ich nicht richtig. Ich habe gedacht, ich habe wirklich gedacht, dass wir jetzt, also auch das mit Cloud passt, aber ich habe wirklich gedacht, wir spielen jetzt, zack. Aber vielleicht ist das dann ja auch im dritten Teil, so dass du wieder anfängst, du spielst wieder, Surprise, du spielst zack. Das würde auch irgendwie stimmig sein. Ich glaube, das wird dann auch im dritten Teil passieren, nachdem Cloud die schwarze Materie nochmal im Nordkrater Sephiroth dann gegeben hat. Sagen wir mal so. Midael wird richtig heftig. Weil Cloud in Midael mit Tifa zusammen, also Tifa wird ihm ja den Arsch retten. Cloud wird halt nicht nur in Midael die Vergangenheit von Nibelheim verarbeiten müssen, was viel schlimmer ist, er wird halt den Tod von Aerith verarbeiten müssen. Weil es ist jetzt, ich bin mir jetzt nicht sicher, es ist wahrscheinlich wieder ein Mischmasch aus beidem. Der ist halt psychisch krank, ne? Der hat sich, das ist Verdrängung. Der verdrängt einfach, dass Aerith draufgegangen ist. Deswegen sieht er das nicht. Er blendet das einfach aus. Und zusätzlich, weil da gerade wieder dieses schöne Genova-Zucken war, glaube ich ja, dass Genova, Sephiroth, beide, dass die ihn jetzt als Aerith beeinflussen. Weil der Einfluss, den Sephiroth über ihn hatte, hat er eben gerade im Endkampf gesagt, doesn't work anymore. Der ist jetzt weg. Also von dem hat Cloud sich jetzt quasi jetzt schon befreit. Und dann sagen sie einfach, okay, verwandle ich mich in Aerith. Weil das ist das, was Genova tut. So ein bisschen wie, wenn ihr Arkham Knight kennt, also die Batman-Spiele, Batman Arkham Knight. So wie Batman den Joker das Spiel übersieht, obwohl er ja gar nicht da ist. Ich call das jetzt, so wird das im letzten Teil sein, so wird das im letzten Teil sein mit Aerith. So ähnlich. Oder Dings. Und dann wird Midael halt heftig. Glaube ich jetzt zumindest. Ultimania ist rausgekommen in Japan. Ich habe es noch nicht gelesen, weil ich mich nicht spoilern lassen wollte. Und es werden hoffentlich in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren noch mehr Ultimanias kommen, wo Nomura und die anderen Devs halt noch mehr sagen zum Plot. Was da vielleicht noch verborgen liegt, was ich jetzt nach dem ersten spontanen Schauen nicht sehe. Das ist die leere Materie. Ja, der Schee ist. Und ihm ist nicht klar, dass sie nicht da ist. Finde ich auch wirklich genius. Du kannst halt gut damit arbeiten. Ich meine, das ist der Plot, ne? Cloud ist einfach psychisch krank, der bildet sich das ein. Und da kannst du viel mitmachen, auch im Gameplay. Da kannst du viel mitmachen. Vor allem, wenn Cloud anfängt, Synthese-Sachen zu machen oder Synthese-Attacken und sowas mit Aerith, die eigentlich gar nicht da ist. Und also Kaspar. Aber es wird, glaube ich, auch ein Mischmasch sein. Es wird wieder zwei Aerith geben, aber eine Aerith
ist die echte Aerith, die trotzdem durch den Lebensstrom quasi am Start ist. Und die andere Aerith, das ist jetzt die echte. Und die andere Aerith, die bei Cloud ist, ist Genova. Call ich jetzt. Und das wird böse. Das wird richtig, richtig böse. Ich habe gesagt, er wird Cloud mehr brechen, als er es im Original getan hat. Und das hat er auf jeden Fall geschafft. Weil guck mal, er ist ja auch gar nicht traurig. Weil für sie, für ihn ist sie ja nicht gestorben, ne? The hell? The hell? Ja, ja. Weil er musste ihm ja nochmal im Nordkrater geben. The reunion. Aber hat sich die Weiße jetzt gerade in die verwandelt oder hat er jetzt beide? Das habe ich jetzt nicht gecheckt. Ja. Hat sich die leere weiße Materie gerade in die schwarze Materie gemorpht? Okay. In Ordnung. Oder hat er die separat? So können sie halt Aerith auch trotzdem da bei sein lassen, ohne dass sie wirklich dabei ist, so, ne? Im Spiel. Noch im dritten Teil. Und dann werden sie, ich glaube nicht, dass das jetzt nur wegen dem Altersrating war. Die werden dir im letzten Teil, werden sie dir das zeigen, wie er sie durchbohrt. Und deswegen sagt sie, don't look up. Weil er dann sieht, wie er sie durchbohrt quasi. Das wird es sein. Deswegen sagt sie, guck nicht nach oben. Oh boy. Jesus. Leute, ich sag's euch. Und wisst ihr, wie der letzte Teil heißen wird? And if I said I wasn't? Perfekte Name. Ist auch einer meiner Favoriten, die ich vorher schon immer gesagt habe. Don't worry. It's like a second home. Der letzte Teil von der Remake-Trilogie heißt Remember. Wetten? Call ich auch jetzt. Remember. Weil er sich an alles erinnert. Weil er zum einen er sich an Aerith erinnert, wie es wirklich war. Er kriegt seine Erinnerung wieder und alles. Und wir alle als Spieler auf der Meta-Ebene werden uns auch an alles erinnern und kriegen nochmal dann ein Flashback quasi, nochmal die Szene. Kriegen nochmal eine Szene, wo du siehst, wie sie wirklich gestorben ist und alles. Und natürlich kriegen wir, generell unsere Erinnerung an das Ende und alles und hast du nicht gesehen. Und dadurch, dass sie die Erinnerung vorher zerstört haben, in Remake am Anfang, wird das dann auch der Punkt sein, dass sie die Erinnerungen zurückbekommen oder das Schicksal wiederherstellen, so wie es am Anfang war. Halt mit vielleicht minimalen Änderungen, wie ich auch schon einfach erklärt gesagt habe. Aber deswegen wird das Spiel Remember heißen. Ist das eine Strophe aus Loveless? Nomura! War das gerade eine Szene? Das ist Loveless, ne? Ich frag, was soll denn jetzt noch im dritten Teil passieren? Ja? Infinite Mystery is the gift of the goddess. Ich hasse diese dumme Schmalzlocke. Wartet mal ab, wer im dritten Teil zurückkommt. Wartet mal ab, wer im dritten Teil am Start ist. Aber sowas von, Alter. Nothing shall forestall my return. Das ist die Work, die Genesis machen muss. Holt sich Weiß, was auch immer Weiß damit zu tun hat. Kommt an, und dann kommt Genesis. Die Frage, ob er ein Gegner ist oder ob er verbündet ist, vielleicht so ein bisschen von beiden oder er ist so ein bisschen neutral, könnte ich mir auch vorstellen. Genesis, das glaube ich schon. Die ganzen penetranten Loveless-Poster, ja, die an jeder verfickten Bushaltestelle in diesem Spiel sind, kann natürlich auch Standard-Asset sein, aber ja auch Loveless natürlich auch nochmal in der Gold Source, ich meine, das war im Original auch so, aber trotzdem, also, come on. Deswegen haben wir den hier jetzt auch noch nicht so gesehen. Den sparen die sich für den dritten Teil auf. Fürs absolute Finale. Alleine, guck mal, wie der Text da jetzt kommt. Ich liebe das, weil das sieht so Kingdom Hearts-esque aus. Es ist dieselbe Textanimation oder zumindest eine sehr ähnliche. Nicht klasse. Ich habe auch gedacht, dass im Rebirth mehr Sachen noch anders sind. Ich bin tatsächlich jetzt überrascht, dass gar nicht, also an bestimmten Stellen, gar nicht so viele Sachen anders waren, als ich dachte. Das hat mich wirklich überrascht. Ich habe gedacht, sie ändern noch viel mehr. Aber es war jetzt halt wieder am Ende. Shit hits the fan, ne? Und dass sie jetzt da am Start ist und dass sie da mit manipuliert und alles auf der Journey. Ich meine, das hat sie irgendwie auch gemacht im Original. Sie war ja diejenige, die aus dem Lebensstrom kommt und dann den Meteor aufhält. Und sie sagt es ja auch schon so. Keine Sorge, Cloud, ich mach das. Weil sie weiß, was passiert. Ich glaube, die hat jetzt wieder die Erinnerung an die Zukunft. Sie war seit dem Start von Rebirth, hatte sie ja alles vergessen. Das hatte sie auch thematisiert, sie und Hanaki. Und ich glaube, jetzt, als sie gestorben ist und wieder in den Lebensstrom reingegangen ist, hat sie ihre Erinnerung wiederbekommen. Eins mit dem Lebensstrom und zack, alles wieder da. Und wahrscheinlich sind sowieso alle Aerith oder alle multiplen Aerith miteinander verbunden. So schwarmbewusstseinmäßig.
obwohl es verschiedene Aerith gibt und verschiedene Sephiroths gibt, sind die beiden die einzigen, die, glaube ich, die das alles durchschauen und die Welten durchgucken und alles. Aber ja, ich muss da trotzdem nochmal weiter drüber nachdenken, natürlich. Aber ich glaube, entweder in Midel oder ganz im Finale beim Nordkrater, und dann wird es auch ein echter Tearjerker. Ich kann total verstehen, dass Leute vielleicht enttäuscht sind, dass das jetzt nicht so emotional ist, wie es sein soll. Ich hatte auch mal, ohne zu spoilern, habe ich gelesen, dass manche Leute gesagt haben, ja, das war ja voll kacke, es war viel zu schnell vorbei und das haben sie gar nicht richtig inszeniert und Das stimmt, weil es war irgendwie jetzt, es war zwar traurig, aber es war nicht brechend traurig, finde ich. Und das heben sich für den letzten Teil auf. Natürlich, wenn sie da nicht delivern und das nicht nochmal aufgearbeitet wird, dann wäre es wirklich scheiße. Also wenn sie da nicht delivern und da das nicht nochmal wirklich aufarbeiten, die das nochmal zeigen und die richtig auf die Tränendrüse drücken, dann hätten sie es echt verkackt. Hoffen wir mal nicht, dass das so ist. But we will see. Was ich mich trotzdem frage ist, warum ist die weiße Materia in dieser Timeline leer und warum konnten sie die quasi scheinbar nicht benutzen? Da muss ich nochmal drüber nachdenken. Ich meine, sind das Shenanigans, die Sephiroth gemacht hat? Wahrscheinlich. Ich gucke extra nicht in den Chat, ne? Ihr könnt mir schreiben, was ihr wollt, aber ich gucke da jetzt nicht rein. Muss ich nochmal drüber nachdenken. Warum ist die weiße Materie? Weil wir haben, glaube ich, nicht wirklich was gesehen. Ich muss mir auch nochmal, glaube ich, jetzt alle Cutscenes von Remake angucken. Ob da irgendwas war, wo ich sage, weiße Materie kann nicht funktionieren. Und deswegen sagt er, ich habe dich unterschätzt. Und das ist das. Das ist der Kampf, den die nach Edwin Children... Und ich meine auch, ich weiß jetzt, warum er die Welten verschmilzt. Aber Kinder, das schreit ja nach einem Final Fantasy VII Rebirth einfach erklärt Video, oder? Wollt ihr das haben? Ich vermute schon. Mich schreiben ja ganz viele Leute immer. Ja, ich will das haben. Ja, 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 bla, 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 bla. Also ich habe auf jeden Fall Redebedarf. Ich sage euch aber eins. Also ich muss mal gucken, wie ergiebig das Ultimania jetzt ist. Und wenn die Fanübersetzungen da sind, vom japanischen Ultimania, was da so drin steht und was vielleicht nicht drin steht. Wenn es nicht ergiebig genug ist, weil ich habe da eigentlich nur einen Try. Ich habe da nur einen Versuch. Wenn ich einen Rebirth einfach erklärt mache, dann muss das sitzen und dann muss das gut sein. Ja? Und das ist auch, wenn ihr ehrlich seid, das, was ihr wollt. Ihr wollt kein halbgares Video, ihr wollt jetzt nicht irgendwie ein 10-Minuten-Video, was dann nochmal irgendwie kommt. Nee, das wollt ihr nicht. Ihr wollt ein anständiges Video, was gut aufgearbeitet ist. Und es kann sein, dass die Infos noch nicht ausreichen, dass ich da noch nicht selbstbewusst genug bin mit dem Informationsstand. Vielleicht reicht es aber auch, ich kann es jetzt noch nicht sagen. In jedem Fall, wenn ihr möchtet, dass ich ein Rebirth einfach erklärt Video mache, wäre es sehr nett, wenn ihr darüber nachdenkt, mich bei Patreon zu unterstützen, wenn ihr es nicht sowieso schon macht. Denn nur dank Patreon kann ich mir Hilfe einkaufen für die Videos, weil die für mich allein halt viel zu viel Arbeit sind. Ich gehe nicht davon aus, dass das Rebirth-Video 4 Stunden lang sein wird, weil so viel Material ist, dann denke ich doch nicht. Aber eine Stunde, anderthalb, wird es bestimmt. Ja? Wenn ihr das wollt, falls ihr es euch leisten könnt, denkt über Patreon noch. Weil das, ohne geht's nicht. Ohne ist das für mich zu viel Arbeit. Ja. Und seid euch auch bewusst, dass, falls ihr so nett seid und ihr sagt, hier kommen die 3,50 € im Monat, die kann er haben von mir. Ja. Kostet weniger als eine Kinokarte. Ich habe aber Entertainment, was ich im Kino nicht bekommen kann. Wenn ihr sagt, ihr macht es, dann seid euch aber auch bewusst, dass das jetzt nicht in 1 oder 2 Wochen passiert. Das kann noch 1, 2, 3, 4, vielleicht sogar 5, 6 Monate dauern, bis das dann da ist. Also wie gesagt, je nachdem, wie viel Information ich jetzt schon auch durch die Ultimanias und sowas habe. Und ich muss natürlich nochmal alles drüber nachdenken. Das ist jetzt alles nur mein spontaner Einfall zu den Sachen, die ich jetzt hier gerade so gesagt habe. Vielleicht sehe ich später, wenn ich nochmal länger drüber nachdenke, manche Dinge auch anders. Schauen wir mal, was wird. Wir freuen uns. Ansonsten heißt es jetzt 3 Jahre warten. Aber 3 Jahre lang möchte ich nicht mit diesem einfachen Geldvideo warten. Das nicht. Nein. Aber ja, ich habe schon Bock. Rebirth einfach erklärt, habe ich schon Bock. Hat es allerdings total recht mit totaler Müllverwegen. Natürlich ist das Schwachsinn, keine Vorkenntnisse. Ich finde es schade insofern, dass noch nicht... Also es gibt wieder Andeutungen in die Richtung, meine ich. Aber vielleicht ist das auch nur die selbsterfüllende Prophezeiung gerade bei mir. Dass ich sage, da sind einige Dinge, die passen immer noch genau in das, was ich von Anfang an mit den Zeitreisen und dies und jenes gesagt habe. Anders macht das für mich auch immer noch nicht viel Sinn. Ich hätte gehofft, dass wir schon mehr Beweise dafür hier sehen. Aber eindeutig ist es halt immer noch nicht.
Was eindeutig ist, wenn ich den Knalli hier sehe. Ich vermute, nächstes Streamspiel wird leider, weil ich da eigentlich keinen Bock drauf habe, aber wird leider Ever Crisis sein. Vielleicht macht es mir mehr Spaß, wenn ich es mit euch online, also quasi hier live spiele und vielleicht komme ich dann besser über die Lootboxen und das Gacha-Gameplay hinweg. Ich glaube, ich will es nochmal spielen. Es ist ja noch nicht fertig. Es werden ja, genauso wie es bei Kingdom Hearts und so weiter mit den Mobile Games ist, ist es ja so, dass sie immer mehr neue Inhalte noch patchen und dazufügen. Also das wird ja immer stetig aktualisiert. Es kommt ja immer neuer Content, immer neue Episoden und so weiter kommen raus. Und ich verwette mein linkes Ei darauf, dass da Sachen drin sein werden, die dann auch wieder für den letzten Teil, ich nenne es jetzt wirklich einfach mal Remember, die für Remember dann wichtig sind. Natürlich werden die wichtig sein. Also wie gesagt, ich kann verstehen, wenn Leute angepisst sind von wegen hier, oh, das war jetzt nicht so emotional, wie ich gedacht habe und so, und oh, they ruined it. Wait for it. Das sind dieselben Leute, die nicht verstehen, dass Remake und Rebirth meiner Meinung nach halt Sequels sind. Wobei du nach jetzigem Standpunkt natürlich auch sagen kannst, dass das Original nur irgendeins von den zig Millionen Universum waren. Hä? Aber das wäre so antiklimaktisch. Das kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht prinzipiell zu Rebirth noch. Hat mir sehr großen Spaß gemacht. Ich fand, es war ein klasse Spiel. Was mich bis zum Schluss echt angekotzt hat, ist, dass die Grafik auf der World Map teilweise grottenschlecht ist. Einfach Matschstein und sowas. Dann denke ich mir, ey, wir sind auf der PS5. Wieso sieht das Spiel schlechter aus als der PS4-Teil davor? Das finde ich nicht cool. Da habe ich also auch wenig bis gar kein Verständnis für. Vielleicht war es die Zeit, der Zeitdruck oder so, weil sie gesagt haben, ey, wir müssen das so schnell wie möglich rausbringen. Und dann waren irgendwie schon 4 Jahre rum. Na, Kacke, muss jetzt, ne? So nach Motto. Aber das finde ich nicht cool. Ich finde wirklich nicht cool. Sie haben am Ende ab Kapitel 12, fand ich es auch mit den ganzen Nebenmissionen und so weiter too much. Das hätte nicht sein müssen. Ja, das hätte wirklich nicht sein müssen, finde ich. Als du dann in den Gebieten, wo du schon warst, wo ich alles auf 100% gemacht habe, dann nochmal neue Nebenaufgaben bekommen habe, gedacht, oh boy, was soll das denn jetzt? Ja, jetzt übertreib halt nicht. Ja, das fand ich nicht gut. Ich fand den Tempel der Alten stellenweise nicht so schön umgesetzt. Ich finde es blöd, dass wir auch den alten Setra OP nicht gesehen haben. Kurosora, 100 Euro, bist du wahnsinnig! Dankeschön! Ach ja, und ich fand's wirklich schlecht gelöst. Ich habe gedacht, die werden das schon ordentlich machen mit Vincent und Sid. Und ich habe wirklich gedacht, dass die einfach am Rand rumlaufen, so wie die anderen Charaktere auch. Ja, oder dass die zumindest für eine ganz kurze Attacke mitkommen, für diese Reserve-Limits oder irgendwie sowas. Aber dass die so gar nicht, ich habe so das Gefühl gehabt, die waren so wie das fünfte und siebte Rad am Wagen, ja? Sid und Vincent jetzt hier. Das fand ich wirklich nicht gut gelöst. Ich war sehr enttäuscht von Nibelheim, von der Villa. Weil ich sowohl im Original als auch in Crisis Core als auch in Dirge of Cerberus durch die Villa durchgelaufen bin. Und ich kenne das Layout der Villa. Ich weiß grob, wie die aussieht. Und dann hast du da quasi nur zwei Räume und unten dieses lieblos hingeklatschte Labor. Das fand ich auch scheiße. Das fand ich echt nicht gut. Aber alles andere, also ich habe jetzt so viele negative Sachen aufgezählt, aber alles andere, ja, die Inszenierung, die Cutscenes, die Musik, Alter, die Chocobos, dann doch tatsächlich das Design der World Map, jetzt nicht die Grafik, aber das Design selbst, dass du so viel da machen konntest, dass du so viele Sidequests hattest. Vor allem die Minispiele, Alter, ja, die Minispiele. Sie haben einfach fucking Mario Kart Reverse engineert. Sie haben Queen's Blood gemacht. Ich liebe Queen's Blood, Mann. Also, und dann jetzt auch die Story selbst, so wie sie ist. Ich fand das alles mega gut. Also das muss ich wirklich sagen. Also es hat mich, also die ganzen Sachen, die ich vorgesagt, die haben mich gestört. Aber alles andere fand ich wirklich allererste Sahne. Ich weiß nicht. Also ich fand wirklich fantastisches Spiel. Das hat mich immer wieder so überrascht, was alles drin ist. Schade, dass manche Dinge, die mir sehr wichtig waren, dann nicht so drin waren, wie ich sie wollte. Dann sage ich, ich gebe dem Spiel persönlich, ganz rein subjektiv, würde ich dem Spiel 9 Punkte geben. 9. Ist für mich eine 9. Ja. Haben noch ein kleines bisschen Luft nach oben für den letzten Teil. Vielleicht machen sie es wahr. Und ich würde mir auch tatsächlich wünschen, dass sie im letzten Teil noch viel mehr Aids anders machen, weil Final Fantasy 7 Redcon. Boah. Dann setze ich mich im Flieger nach Japan und kacke ihm auf die Fußmatte, wenn er das Redcon nennt. Final Fantasy 7 Redcon. Ja, ja. Ah nein, Reunion ist das Dümmste überhaupt. Weil, habe ich doch schon so oft gemacht. Ich verstehe gar nicht, warum die Leute darauf kommen. Sag mal, ist euch nicht bewusst, dass es Final Fantasy VII Crisis Core Reunion gibt? Die nennen noch nicht zwei Final Fantasy VII Spiele gleich. Was meinst du, was passiert, wenn du das googeln willst? Oder wenn du das kaufen willst, wenn du das in die Suchmaschine eingibst? Das wäre das Dümmste überhaupt. Ich hoffe nur, jeder, der das von euch vorschlägt, dass das letzte Spiel Reunion heißt, arbeitet nirgendwo im Marketing. Weil wenn doch, solltet ihr vielleicht mal über einen Karrierewechsel nachdenken. Sorry, aber es wird nie im Leben Reunion heißen.
Never ever. Ja, niemals. Jetzt das Versprechen an euch. Ich mache ein Final Fantasy VII Rebirth. Einfach erklärt. Ich weiß aber nicht, wann das kommt. Ja. Ist von vielen Faktoren abhängig. Der größte Faktor ist gerade Nomura. Der größte Faktor, von dem das gerade abhängig ist, ist Nomura. Seid ja immer noch da. Abschalten. Los, abschalten. Jetzt geht ins Bett. Sonst kommt der Nomura heute Nacht unter eurem Bett hervorgekrochen und retconnt euch aus eurer eigenen Existenz. Gute Nacht, süße Nomura-Träume. Gürtel und Reißverschlüsse.